Value Investing war und ist eine sehr wichtige Disziplin bei der Geldanlage. Gleichwohl taten sich Value-Aktien im vergangenen Jahr recht schwer. Reden wir darüber mit Fondsmanager Felix Schleicher. Er ist Manager des MMT. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier auf dem Fondskongress. Also halten wir fest, 2018 können wir abhaken in Sachen Value-Aktien. 2019, der Start war schon wieder vielversprechend. Wie bewerten Sie diesen aktuellen Trend, Herr Schleicher? Sie haben völlig recht, Herr Franik. 2018 wurden die günstigen Aktien leider noch günstiger. Aber ein Blick in die Historie macht sehr viel Mut. Value-Aktien sind heute so niedrig bewertet wie zuletzt 1931, 1961 und 2000. Und anschließend sind die Aktien damals sehr, sehr stark gestiegen. Warum soll es diesmal anders sein? Und der Januar war schon mal sehr, sehr gut. Wir haben also jetzt fast 15% zugelegt. Kann man nicht klagen. Das kann man wohl in der Tat nicht. Welche Sektoren sind denn aktuell am interessantesten aus Ihrer Sicht? Attraktiv ist zum Beispiel der Bereich Ölservice. Ich rede da von Unternehmen wie Schlumberger oder wie Halliburton oder National Oilwell. Die sind so billig wie nie zuvor und die Geschäfte laufen viel besser, denn die großen Ölproduzenten müssen endlich wieder investieren und davon sollten die profitieren, diese Unternehmen. Sehr gut gefallen uns auch ausgewählte Automobilzulieferer, so wie eine Continental oder auch US-Banken, die sehr viel profitabler und sehr viel solider sind als ihre europäischen Pendants. Wir haben aktuell mal wieder sehr viele politische Faktoren, die die Börse beschäftigen, beispielsweise der Handelsstreit zwischen China und den USA und auch natürlich den immer noch offenen Ausgang des Brexit, Herr Schleicher. Welche Rolle spielen diese und ähnliche Themen in Ihrem Investmentansatz? Das Gute ist eigentlich, dass diese von Ihnen angeführten negativen Faktoren jedem bekannt sind. Die sollten also in den Kursen längst enthalten sein. Das heißt, es winken eher positive Überraschungen, wenn es dann doch nicht so schlimm kommt, wie es viele erwarten. Aber grundsätzlich hat Value Investing mit makroökonomischer Prognose nichts zu tun. Warren Buffett zum Beispiel erwähnt sehr gerne, dass er sich mit Makroökonomie keine 5 Minuten am Tag beschäftigt. Und das ist immerhin der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Sie haben, weil ich das weiß aus Ihrem Lebenslauf, viele Jahre mit André Costolani, eine Börsenlegende, zusammenarbeiten dürfen. Und er hat viele wertvolle Ratschläge den Anlegern gegeben. Sind diese Ratschläge auch im Jahre 2019 noch zeitgemäß? Ich glaube, Costolani ist zeitlos, weil die Menschen bzw. die Marktteilnehmer ändern sich nicht. Und das ist das Entscheidende. Der Mensch schwankt zwischen Gier und Angst. Und das ist genau der Punkt, wo Costolani ansetzt mit seinem antizyklischen Ansatz, dass man also gierig sein soll, wenn andere ängstlich sind und ängstlich, wenn andere gierig sind. Ich kann jedem nur empfehlen, Costolanis Bücher immer mal wieder zur Hand zu nehmen. Ich tue es auch. Costolani ist übrigens im September vor 20 Jahren verstorben. Irre, wie die Zeit vergeht. Daran merkt man es immer wieder. Abschließend, Blick nach vorn, Herr Schleicher. Welche Erwartungen haben Sie an das Jahr 2019? Mit welchen Stimmungen gehen Sie in dieses Jahr? Also nach dem Annus Horribilis 2019 können wir für 2019 sehr zuversichtlich sein. Wir kauften jetzt in den vergangenen Monaten Aktien von erstklassigen Unternehmen wie Goldman Sachs, wie Schlumberger, wie Ryanair, wie Continental mit Abschlägen von sage und schreibe 50%. Jetzt müssen diese Unternehmen nur einen kleinen Teil ihrer Verluste wieder gut machen und dann ist alles perfekt. Ich denke, das sollte machbar sein. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg mit diesem Investmentansatz und natürlich auch sehr viele gute, erfolgreiche Gespräche hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Das war Felix Schleicher, Fondsmanager des MMT. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.